Hallo, wie sah nochmal das Factory Method Pattern aus? Ist eigentlich nur ein Template Method Pattern mit einer Creation innen drin. Dieses ganze halbe Englisch. Wir stellen uns vor, wir haben ein sogenanntes Maze Game. Lass mich nicht lügen, das ist ein Labyrinthspiel. Und wir wollen jetzt unterstützen, dass wir zum Beispiel manchmal. Es gibt verschiedene Räume. So, wir haben hier ein Array von Räumen. Da steht dann irgendwas drin. Und wir haben einen Konstruktor. Der erstellt diese Räume. So, wir haben an dieser Stelle hier eine Funktion aufgerufen und die muss natürlich hier auch stehen. Eine Create Room Methode. Die darf implementiert sein, muss sie aber nicht. So, das Ganze ist unsere Klasse. Und der Einfachheit halber schmeißen wir den Raum mal raus und machen das Ganze ein bisschen schöner. Dann sieht das so aus. Wir nehmen das Beispiel mal mit Abstract. Das heißt, diese Methode ist gar nicht implementiert. Was wollen wir jetzt machen? Wir wollen unterstützen, dass es verschiedene Arten von Räumen gibt. Zum Beispiel will jemand in der Ritterwelt Räume machen oder jemand will in der Eiszeit, also so ein Maze Game in der Eiszeit haben oder irgendwie so im, weiß nicht, Zauberstil, sag ich mal. Dazu machen wir einfach mal für den Zauberstil, machen wir mal ein Magic Maze Game. Und dieses Magic Maze Game, das implementiert diese Create Room Methode. So, auch das ist eine Klasse und auch die machen wir ein bisschen schöner. Das sieht dann so aus. Und wenn wir noch eine Version im Medieval Look haben wollen, dann können wir da auch noch eine zweite Klasse dran setzen, die im Medieval Look arbeitet. Und wenn wir jetzt tatsächlich unser Spiel instanzieren wollen, ich muss jetzt ein bisschen aufpassen mit Englisch und Deutsch, dann können wir einfach sagen wir, wir wollen das Medieval Spiel haben, dann sagen wir einfach nur Medieval Maze Game, ich lasse das mal so. Und, nein, lass uns das doch nochmal schöner ausschreiben. So, und das weisen wir einer Variablen a zu, die vom Typ Maze Game ist. Und der weitere Verlauf ist so, als wenn wir jedes beliebige Spiel hätten. Das Schöne an der Sache ist, oder das, was man will an diesem Pattern, das ist übrigens die Grundstruktur, ich könnte das Video jetzt beenden. Nur noch ein kleiner Hintergrund. Was man will ist, dass die Unterklassen bestimmen, wie etwas aussieht. Sie bestimmen den Objekttyp von dem Objekt, was erstellt werden soll. Wie gesagt, es ist im Grunde wie das Template-Pattern, Template-Method-Pattern, mit dem Unterschied, dass hier einfach nur ein Objekt erstellt wird. Das ist der Unterschied an der Stelle. Die weitere Benutzung im Spielverlauf selber, die ist genauso wie wenn wir ein ganz normales Maze-Game hätten. Und ja, mehr gibt es eigentlich, würde ich sagen, gar nicht mal zu sagen. Das ist die Grundidee. Auf jeden Fall in die Videobeschreibung gucken. Falls ich noch irgendwelche Anmerkungen habe, dann schreibe ich die alle in die Videobeschreibung rein. Vielen Dank fürs Schauen.